Moin Leute, jetzt kommt zurück zu Let's Play Paranormal Side, The Seven Mysteries of Fun Show. Okay, ist im Prinzip ja ist sehr unwahrscheinlich, dass halt die anderen Flugträger hier erscheinen. Deswegen können wir uns mal hier ein bisschen aufhalten, mal die ganze Situation nachdenken. Ich verstehe. Alles klar. Dann suspend, Bitch. Ja. Okay. Jetzt können wir uns einen neuen Story-Chart soweit erstmal aussuchen, bis es hier weitergeht. Wir nehmen mal unsere kleine Studentin, Yako Sakazaki. Genau, die will ja ihre beste Freundin wiederbeleben, wenn ich es richtig verstanden habe. Und sie wird ja mehr oder weniger erwähnt. Also gut, der andere auch, aber egal. Mädchen, Komagata High School. Hier hat sich ja das eine Mädel da... wahrscheinlich vom Hochhaus da gesprungen oder so, ne? Oder vom Dach. Oha. Okay, das sollte jetzt alles sein. Okay, dann lass uns mal anfangen. Bist du bereit, Yako? Klar, ich bin sowas von bereit. Okay, ich bin soweit. Ja, schon mal Studentin, die Yako, beziehungsweise Schülerin. Person of Interest. Alles klar, dann lass uns mal anfangen. Ah, Ouija-Brett quasi. Das ist ein Ouija-Brett. Darüber kommunizieren wir mit den Geistern. Zuerst müssen wir beide unser Fingerchen auf die 10-Yen-Münze, die auf, hier oben auf dem Brett ist, legen. Ja, okay, das ist mein Finger. So? Ja, genau so. Natürlich sollst du dabei entspann deinen Finger so gut wie es geht, ne? Von wegen, na, nachher heißt das ja, du hast geschoben, dann du hast gesprungen. Und nun zum Zauberspruch. Wiederhole einfach, was ich sage, okay? Ja. Spectator ist ja der Beobachter, aber das ist nicht gemeint. Ich nenne es mal als Führer des Ouija-Bretts. Bitte besuche uns dein... Ja, jetzt bist du da. Oh. Spectre of the... Ah, ich wollte gerade sagen, ich... So. Spectre of the... Please visit us. Oh. Ich hab's verkackt. Ich hab's. Ja. Oh, Spectre of the Spirit Board, please visit us. Oh. Ja, aber warum habe ich denn das dann zweimal? Hä? Gut. Habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Aber egal. Bitte sag uns, dass du da bist. Oder zeig uns, dass du da bist. Mehr oder weniger von wegen, hey, es muss was... Ja, wir haben die 10-Yen-Münze verschoben. Boah, es hat sich wirklich bewegt. Es sieht so aus, als hätten wir die Beschwörung erfolgreich gemeistert. Wir können jetzt nun anfangen, Fragen zu stellen. Okay, Fragen. Okay, also am besten fängst du mit einer Frage an, dessen Antwort du kennst, um zu sehen, wie der Geist, oder halt in dem Fall jetzt hier der Spirit Spectre, der über dieses Brettchen hier wacht, wie er antwortet. Immerhin, dann weißt du ja, ob da halt deine Fragen auch wirklich wahrhaft, also im Sinne von, sie sind wahr und der trägt uns nicht aus, beantwortet werden. Und dann fragst du oder stellst du halt Fragen, die du wissen willst. Nun ja, ich will dir nichts sagen, aber gerade durch diese Erklärung hat der Spectre of the Spirit Board das hundertprozentig mitbekommen, denkt sich so, nee, dann machen wir doch jetzt mal, was wir wollen. Okay, also ich fange mit etwas Einfachem an. Wie heiße ich? Ich denke, du solltest die Antwort kennen. Oh, ich lese jetzt mal einfach, wie habe ich das eben genannt? Ich nenne es einfach mal Wächter, klingt cooler. Oh, Wächter des Ouija-Bretts, wie lautet mein Name? Hä? Was ist das Problem? Wie seltsam. Nein? Hä? Es hat mir Nein erzählt, aber ich glaube, das bedeutet, dass es nicht weiß, wie du heißt.
Okay, also es ist Witwe, der möchte dieses Witwe-Brezent, aber es weiß halt eben nicht alles. Ist dieser Geist echt? Okay, okay. Okay, in Ordnung. Ja, es fühlt sich so an, als gibt er mir so eine kleine Attitüde, ne? Von wegen, biete ich ein bisschen Sess. Oh, ja, hier, Wächter des Mietjebretts. Wo befinden wir uns? Schule. High School. Okay, lass mal gelten. High School. High School, das stimmt. Naja, die Antwort scheint aber jetzt nicht wirklich sehr präzise zu sein. Okay, gut. Wie lautet der Name von dem Mädchen, das neben oder gegen mir gegenüber sitzt? Ach, den Namen kennst du, aber meinen eigenen nicht. Was bist denn du für ein Pisser? Mio, das stimmt. Ach, das ist nicht fair. Ist immerhin Kind ist dein Name, Mio, und nicht mein. Es hat sogar versucht, diesen seltsamen, ja, dieses Kanji-Zeichen zu benutzen, mit dem man deinen Namen halt eben schreibt. Wie schmeichelhaft. Mio Kurosuzu. Unser Psychic Girl. Ich wette, selbst die Lehrer das immer wieder falsch so hinkriegen, sie schaffen es nicht zu schreiben. Ja, es sieht so aus, als würden diese, ja, paranormalen Phänomene irgendwie so ein bisschen Gefallen an dir finden. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich darüber denken soll. Oh, Wächter des, hier, Widerbretts. Bist du wirklich der Wächter des Widerbretts? Nein. Geil. Hä? Es hat Nein gesagt. Lügt es? Nicht ganz. Ah, okay, also das ist halt nur so ein temporärer Name, den wir halt eben dem Geist geben, wenn wir das Brett benutzen. Also im Prinzip rufen wir gerade oder haben oder kommunizieren mit einem Geist, der halt in Verbindung zu diesem Ort spielt, den jetzt, beziehungsweise ist eine starke Verbindung zwischen diesem Geist und diesem Ort, und das hat halt eben nicht jede andere Person. Also meistens ist er da, wo man halt eben gestorben ist oder ein schönes oder Seelenereignis hat. Beispielsweise, keine Ahnung, Taufe, Geburt, was weiß ich. Also mit anderen Worten, der Kreis, der gerade da in der Nähe ist, nimmt ab. Man kann sich wie so eine Telefonzelle vorstellen. Auf einmal klingelt eine Telefonzelle und der Typ, der da gerade steht und rangeht, der ist das jetzt, ne? Okay, ja, diese Geister betrachten sich nicht wirklich als Wächter des Ouija-Brettes. Okay, ja. Okay, das wäre so ein bisschen Mystery weg, aber egal. Schlüssig werde ich weiter so nennen. Oh, okay. Okay, danke. Es ist auch immer gut, bitte und danke zu sagen, ne? Okay. Ja, wie sollen wir dich denn halt dann nennen? Ich frage nochmal, wie lautet mein Name? Nein. Okay, dieses Mal hat es ja gar nicht gezögert. Tja. Okay, es wird Zeit, ein paar ja, ernste Fragen zu stellen. Ja. Das ist ja das, was ich... Okay, los geht's. Ich werde jetzt ernst sein. Ja, bitte. Oh, welcher das scheiß Ouija-Brett. Hat Michio Shiraishi aus unserer Klasse... Naja, die vor einer Woche... ja, wie soll ich sagen? Durch Suizid... die vor einer Woche durch Suizid gestorben ist, indem sie halt vom Scheiß hier Rooftop gesprungen ist, hier wie heißt das, vom Dach gesprungen ist. Was ist mit dir? Wirklich Suizid begangen. Ja. Oh oh, nein. Also war es wirklich nicht. Es überrascht mich nicht. Ich habe das von Anfang an nicht geglaubt. Ich wollte es nicht wahrhaben, wohl eher, ne? Und jetzt kommt es mir zum wichtigen Part, ja. Okay. Second student at Kumano High School. She was found deceased 1 week ago in back alley of Salisbury Street. Her entire body broken. It's oh, okay. Also man hat einfach nur, man ist davon ausgegangen, sie ist gesprungen. Man hat es jetzt
effektiv nicht gesehen, man hat einfach nur ihre Leiche gefunden, die halt komplett kaputt. Also wahrscheinlich hat man sie vom Dach sogar gestoßen, ne? Apartment Building, das was nur soll sie not. Okay, den Rest lese ich mir mal in Ruhe durch. Okay. Die Ursache für den Tod. Okay, Wächter. Ist sie eine. Oder, war es ein Unfall? War ihr Tod ein Unfall? Ein Unfall, ja. Okay. Das hat ja gesagt. Also dann war es ein Unfall und kein Suizid. Selbstmord. Dann. Ja, ist sie irgendwie von diesem Gebäude irgendwie. Was hat sie da darüber gesucht? Ist sie irgendwie ausgerutscht und vom Apartment runtergefallen? Nein. Hä? Nicht? Was meinst du damit? Also sie ist nicht gestorben, indem sie vom, hier vom, wie heißt denn das, Vivian Apartment, auf Deutsch, siehst du das einfach mal hoch raus, runtergefallen ist. Okay. Also hat sie was anderes getötet. Das kann nicht wahr sein, wenn das stimmt. Oh. Kann es sein, dass vielleicht so ein, Fluchträger sie erwischt hat, mehr oder weniger? Warum lag sie denn auf dem Boden in dieser Seitenstraße von dem Gebäude? Es war ein Unfall, aber es war kein Sturz. Okay. Oh, Wächter des Ouija-Bretts, was ist denn so, oder was ist genau Michio an diesem Tag passiert? Wie ist das zustande gekommen? Oh, oh. Das sieht aus, als würdest du nicht die Details kennen. Okay. Dann, wie wär's damit? Oh, welcher des verdammten Ouija-Bretts. Wir möchten gerne wissen. Ja, nee, wir möchten gerne mit dem Ritual der Wiederbelebung Michio zurück ins Leben bringen. Weißt du, wo wir dieses Manuskript finden können? Ich frage mich. Hä? Hä? Was war denn das? Stopp, hör auf, ich habe Angst, Mio. Beruhig dich. Du kannst erst loslassen, wenn es vorbei ist. Oh, so tiefer Kummer. Ja, ich nenne es einfach mal ruhelose Erinnerung. Strömt mir mein Gedächtnis. Sie spuckt meinem Koffer rum. Fool's Premonition. Those who heed fall into the despair of hell. Töte sie. Töte sie. Die diesen Klang hören. Töte sie alle. Warte, aber war das nicht der Typ, der das hatte? Curse stone, the fool's procession. You can use it to kill those who hear the song produced by the curse echo for more than 30 seconds. Okay. Also im Prinzip, man darf mich nicht sehen und die müssen 30 Sekunden quasi das gehört haben, damit sie sterben. Aber hattet. Nee, Footbushy Mansion war das, ne? Fool's Procession. Ah, okay. Gut, das ist nochmal was anderes. Okay. Okay. Und quasi wie schwarzer Tier hat sich die ganze Scheiße. Also. Oje, nun, töte. Hast du gehört, Fluchträger? Du, diejenige, die nichts mehr wünscht, als dieses Ritual zu vollziehen. Töte sie! Töte sie alle. Gotta kill them all, Pokémon! Okay. Ah, okay, das ist hier so eine Wiederholung der letzten Dinge. Aber ich sehe schon, mein Timer wird gleich bimmeln. Das heißt, das werden wir alles beim nächsten Mal ein bisschen näher betrachten. Das heißt, ich wünsche euch Spaß, bis zum nächsten Mal und wait!